Wir feiern 200 Jahre Raiffeisen. Aber was hatte 1846 eigentlich der Weyerbuscher Brotverein mit Raiffeisen zu tun? Und was genau ist eine Genossenschaft? Warum sind diese so wichtig? Das erklären wir im heutigen Video, also ab geht's! Unter einer Genossenschaft versteht man den Zusammenschluss von mindestens drei juristischen oder natürlichen Personen, die gemeinsam und gemeinschaftlich einem Geschäftsbetrieb nachgehen oder auf sozialer oder wirtschaftlicher Basis ihre Mitglieder fördern wollen. Du erkennst Genossenschaften immer an der Kennzeichnung EG für eingetragene Genossenschaft, denn diese werden im Genossenschaftsregister festgehalten. Die Mitglieder einer Genossenschaft nehmen gleichzeitig zwei Rollen ein. Zum einen die des Eigentümers und zum anderen die des Kunden. Häufig ergibt sich bei der Mitgliederkonstellation auch eine Art Dreiecksbeziehung der Anteilseigner, denn sie sind Mitglieder, Eigenkapitalgeber und Geschäftspartner gleichzeitig. In Deutschland steht insofern die gezielte Förderung der Mitglieder durch Leistungsangebote im Vordergrund. Dabei ergeben sich häufig wirtschaftliche Vorteile für die Genossenschaftsmitglieder, zum Beispiel durch eine Zusammenarbeit am Markt, wie beispielsweise beim gemeinsamen Einkauf von Produkten. Das Genossenschaftsgesetz von 1889 bildet dabei die rechtliche Grundlage für die Mitglieder und die genossenschaftlichen Zusammenschlüsse. Genossenschaften gibt es schon länger, als du vermutlich denkst. Bereits im Mittelalter gab es die ersten Zusammenschlüsse, die ein gemeinsames Ziel verfolgten. Die erste Genossenschaftsbewegung startete 1799 in Schottland und wurde durch Robert Owen angeführt. 1844 wurde in Nordengland offiziell die erste Genossenschaft gegründet und kurze Zeit darauf in Deutschland. Zwei Namen sollten dir dabei definitiv im Gedächtnis bleiben, nämlich Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze Delitzsch. Um der notleidenden, ländlichen Bevölkerung zu helfen, gründete Raiffeisen nämlich 1846 den sogenannten Weyerbuscher Brotverein, eine Hilfsorganisation zu ihrer Unterstützung. Und Schulze Delitzsch gründete zu dieser Zeit eine Verbindung, um Schuhmachern und Tischlern genossenschaftlich zu helfen. Nach und nach gründeten sich in unterschiedlichen Bereichen Genossenschaften, beispielsweise im Einzelhandels-, Lebensmittel- oder Handwerksbereich. Im Jahre 1862 wurde der Darlehenskassenverein, also eine Art Kreditgenossenschaft, Vorläufer der Volksbanken, wie du sie heute in den Städten vorfindest, gegründet. Mittlerweile findest du Genossenschaften auch in anderen Bereichen vor, zum Beispiel im Energiesektor, in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen, generell im Handelsbereich oder auch im Wohnungsbau. Zur Verdeutlichung seien beispielhaft die Schornsteinfegergemeinschaft Berlin EG, die Küstenfischer Nord EG oder auch die Apothekergenossenschaft genannt. Die Ergebnisse der Genossenschaften sprechen für ihren Erfolg und zeigen, wie wichtig und bedeutend Genossenschaften auch heute noch sind. Im Jahre 2017 waren etwa 7600 Genossenschaften im Genossenschaftsregister eingetragen. Und zusammen verfügten alle Genossenschaften über 20 Millionen Mitglieder. Zum Vergleich, weltweit gibt es etwa 700 Millionen Genossenschaftsmitglieder. Die weltweit existierenden Genossenschaften werden durch die ICA, die International Cooperative Alliance, kooperiert. Ziemlich viele, nicht wahr? Was unterscheidet jetzt aber eine Genossenschaft von anderen Zusammenkünften? Das Grundprinzip einer Genossenschaft ist die Selbsthilfe und das Solidarprinzip, bzw. die Solidarhaft. Jedes Mitglied ist dabei gleichberechtigt, was etwaige Leistungen angeht. Das heißt aber auch, dass jeder gemeinschaftlich haftet. Die Genossenschaftsmitglieder verfolgen ein gemeinsames Ziel. Sie wollen nämlich gegenseitig für sich einstehen und setzen auf gemeinschaftliche Hilfe und Selbsthilfe, aber auch auf Demokratie und Gleichheit. Eben auf Solidarität und Ehrlichkeit sowie Sozialverantwortlichkeit den anderen gegenüber. Und genau das sind die wichtigen Eckpfeiler, auf die sich die Genossenschaften stützen. Seit 1923 werden diese Grundwerte am Internationalen Genossenschaftstag gefeiert und gefördert, mit dem Ziel, das Bewusstsein für das positive Wirken von Genossenschaften zu stärken und deren Ideale zu fördern. Mittlerweile wird dieser Genossenschaftsjahrestag auch durch die UN supported, um so einen Beitrag zur Lösung globaler Fragen und zur Stärkung der Genossenschaften zu leisten. Passend dazu war 2012 das Jahr der Genossenschaften. Dieses Jahr, 2018,
feiern wir nun das 200-jährige Bestehen des Werkes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Auch wenn du bislang vielleicht noch nichts über diesen Mann erfahren oder mit dem Thema Genossenschaften im Allgemeinen zu tun hattest, stell dir einfach die großartige Unterstützung und Zusammenarbeit der Mitglieder innerhalb einer Genossenschaft vor. Im Optimalfall respektiert jeder jeden, man ist ehrlich und offen und jeder bekommt die Hilfe, die er braucht. Die Mitglieder bilden so eine richtige Wertegemeinschaft, was in unserer heutigen Zeit durchaus etwas Besonderes darstellt. Wenn du im diesjährigen Raiffeisenjahr mehr über die moderne Genossenschaftsidee erfahren willst, dann schau unbedingt auf die passende Webseite, Link wie gewohnt in der Videobeschreibung. Aber was ist deine Meinung zu Genossenschaften? Schreib sie uns gerne in die Kommentare. Daumen hoch und Video an Freunde teilen freut uns sehr und bis bald, mach's gut und ciao.